Hallo und herzlich willkommen zu Finance TV. Wir sprechen heute über ein Finanzierungsthema und zwar mit Markus Wohlgeschaffen. Er ist bei der UniCredit unter anderem verantwortlich für die Produkte im Bereich Supply Chain Finance. Herzlich willkommen. Wir beobachten seit Jahren, dass die Banken immer wieder versuchen, an die Kunden mit Supply Chain Finance Produkten heranzukommen. Das hat lange eher so zögerlich funktioniert und seit der Krise haben wir den Eindruck, dass das zunimmt. Woran liegt es, dass Unternehmen sich jetzt mehr für diese Angebote interessieren? Ja, Sie sprechen es korrekt an. Ich denke, dass die Finanzmarktkrise ein eher ungewollter Katalysator für die Notwendigkeit, das Einsehen der Beteiligten geworden ist, dass man sich um die Working Capital Optimierung ganz besonders bemühen sollte. Gerade kleinere, aber auch größere Unternehmen haben relativ schmerzhaft erkannt, welche Folgen die Unterbrechung von teilweise hochkomplexen Lieferketten nach sich bringen kann. Es gab einen klaren Wechsel daraufhin von Just-in-Time-Konzepten zu Just-in-Case-Konzepten. Soll heißen, hier ist ein klarer Fokus auf die Notwendigkeit von Working Capital Optimierung gesetzt worden und einhergehend damit idealerweise das Programm, welches gemeinhin Supply Chain Finance bezeichnet wird. Jetzt gibt es ja keine so ganz einheitliche Definition von Supply Chain Finance. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, welche unterschiedlichen Formen das annehmen kann und vielleicht auch für welche Branchen es besonders interessant ist. Es gibt in der Tat leider keine einheitliche Definition von Supply Chain Finance. Es gibt Marktteilnehmer, die ausschließlich den revolvierenden Ankauf von Forderungen über elektronische Plattformen initiiert von Käufern darunter verstehen. Des Weiteren kann man darunter verstehen, so würden wir es in der UniCredit definieren, dass jede Form von Liquiditätsbereitstellung entlang der Lieferkette Supply Chain Finance Produkte beinhaltet. Für wen Supply Chain Finance in Frage kommt, hier möchte ich eigentlich keine generelle Aussage treffen, nur für große oder nur für kleine. Ich denke, dass ganz grundsätzlich Supply Chain Finance Programme ein hohes Maß dazu beitragen, Liquidität entlang der Lieferkette, der Wertschöpfungskette freisetzen zu können. Wir von der UniCredit Gruppe sind besonders stolz darauf, dass wir Supply Chain Finance Programme auch für kleinere Unternehmen als erste Bank in Deutschland anbieten konnten. Was für Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit für mich als Unternehmen ein Supply Chain Finance Programm in Frage kommt? Und wer ist dann derjenige, der auf Unternehmensseite Ihrer Erfahrung nach meistens den Anstoß gibt für so ein Programm? Nun, die Grundvoraussetzung würde ich in der regelmäßigen, wiederkehrenden Lieferbeziehung zwischen Lieferanten und Käufern sehen. Eine absolute Zahl zu nennen, wann jetzt ein Programm in Frage kommt, dürfte nicht zielführend sein. Es kann sein, dass ein 100-Millionen-Programm mit vielen Tausenden von Lieferanten wirtschaftlich weniger attraktiv ist. Hingegen ein Programm über, sagen wir, nur 5 Millionen und wenigen Lieferanten durchaus hohe Wertzuwächse schaffen kann. Ansprechpartner sind in der Regel bei größeren und sehr großen Unternehmen auf die Working Capital Optimierung spezialisierte Mitarbeiter, die oftmals direkt an den CFO berichten. Bei kleineren Unternehmen dürften es in erster Linie die Unternehmer, die Geschäftsführung selbst sein. Jetzt ist es ja so, dass gerade in internationalen Konzernen diese Programme auch schnell sehr große Volumina erreichen und sehr, sehr komplex werden. Ist es dann so, dass das überhaupt noch mit einer Partnerbank zu schaffen ist oder gibt es eine gewisse Grenze, wo Sie sagen, ab da sind in der Regel mehrere Bankhäuser beteiligt? Oftmals stellen wir fest, dass große Programme durchaus von einer oder wenigen Banken geschultert werden könnten. Die Kunden allerdings ganz bewusst darauf bestehen, dass diese Programme auf mehreren Schultern ruhen, um so Abhängigkeiten zu vermeiden. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass nicht nur Banken für Supply Chain Finance Programme sich interessieren, zum anderen auch zum Beispiel Versicherungen oder Hedgefonds. Es hängt letztendlich, wie gesagt, von der Bonität der risikotragenden Partei ab. Es ist ja so, dass um überhaupt zu erkennen, dass ich da einen Bedarf habe, im Unternehmen sich ja eigentlich erstmal die Einkaufsseite und die Finanzabteilung abstimmen sollten, um zu erkennen, wo vielleicht bei einzelnen Zulieferern da
unterstützt werden kann. Ist das was, was überhaupt schon flächendeckend in den Unternehmen so erkannt und umgesetzt wurde? Also es könnte durchaus noch eine viel größere Aufmerksamkeit auf dieses Thema innerhalb der Unternehmen gerichtet werden. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren diese Aufmerksamkeit stark erhöht. Bei den großen bis sehr großen gibt es bereits eigene Abteilungen, die sich speziell um die Optimierung von Working Capital bemühen, und die haben entsprechend schon eine gewisse Einsicht in den Unternehmen sichergestellt. Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung Ihnen mitteilen, dass es durchaus vorkommt, dass bei einer Auftaktveranstaltung zur Vorstellung eines Supply Chain Finance Programms Mitarbeiter, Kollegen derselben Unternehmung sich zum ersten Mal sehen und ihre Visitenkarten austauschen. Bei kleineren Unternehmen hat man, wenn dann das Produkt, wenn die Vorteile verinnerlicht wurden, es sehr häufig mit einer sehr schnellen und reibungslosen Implementierung zu tun, weil hier oftmals die Geschäftsleitung oder sogar der Eigentümer selbst die Implementierung überwacht und durchsetzt. Jetzt ist es ja so, dass unter Basel III die Refinanzierungskosten steigen werden. Wird sich diese Regulierung auch auswirken auf Supply Chain Finance Programme? Ich fürchte ja. Allerdings ist fürchten vielleicht der falsche Begriff. Es wird einen positiven Effekt wohl auf Supply Chain Finance Programme haben, weil es aufgrund der regulatorisch geänderten Rahmenbedingungen eine gewisse Tendenz gibt, weg von Mittellangfristfinanzierungen hin zu eher kurzfristig transaktionsspezifischen Finanzierungen. Hier ist Supply Chain Finance ein ideales Produktspektrum, um genau hier eine verstärkte Asset-Allokation, also eine verstärkte Ausrichtung in diese Asset-Klasse vorzunehmen. Herr Wohlgeschaffen, ich würde gerne auch mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, gerne auch einfach Ja oder Nein. Erste Frage, wird Supply Chain Finance für die Unternehmen künftig weiter an Bedeutung gewinnen? Unbedingt ja. Zweite Frage, wird die Anzahl an Partnern, Banken oder sonstige Partner, mit denen ich für ein Programm zusammenarbeite, tendenziell zunehmen? Auch hier ganz mit Sicherheit, kann ich mit Sicherheit sagen, ja. Allerdings wird sich dieses Interesse nicht nur auf Banken beschränken, wie ich schon ausgeführt habe. Und zum Abschluss die dritte Frage, werden Banken speziell ihre Angebote an Supply Chain Finance Programmen weiter ausbauen? Ich vermute, dass andere Banken das tun werden. Wir von der UniCredit werden es ganz sicherlich tun. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war's für heute bei Finance TV. Morgen an dieser Stelle sehen Sie unseren Wochenrückblick Tut nichts zur Sache. Und am Montag haben wir etwas Neues für Sie. Die Kollegen unseres Londoner Schwestermagazins CFO Insight melden sich dann erstmals mit einer Ausgabe CFO Insight TV zu Kapitalmarktthemen in englischer Sprache. Künftig gibt es einmal wöchentlich immer montags für Sie und die internationalen Kollegen einen Talk auf Englisch. Wir freuen uns, wenn Sie auch da reinschalten. Morgen viel Spaß mit Tut nichts zur Sache. Machen Sie es gut.